Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge bzw. einem neuen Format auf Münsterland TV. Ich werde einmal reinschauen und zwar bei Brisen Architects. Ein Dank geht da an den Jens, der hat's gespielt und von daher schaut da gerne mal vorbei. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir fangen mit den Kampagnen an. Ich hoffe, dass man da halt ein bisschen was lernt, was wir so alles brauchen. Zum Tode verurteilt. Also das ist ja auch wirklich eine Kampagne, die ich beim Jens gesehen habe. Und DeppenTV, alle, die es noch nicht wissen. Und ja. Ganz kurz hier raus. Kurz hier raus, tappen, zack. Das ist Origin, den brauchen wir auch nicht. Tappen. Hier. Shift. Tab. Okay, schließen. Und dann geht's auch schon weiter. Da, der Priester ist da. Und er wird ihn jetzt die letzte Beichte abnehmen. Prison Architect. Da machen wir direkt mal einen Thumbnail oder ein Foto erstmal. Ja, es ist von der Grafik her wirklich, ja, enttäuschend kann man nicht sagen. Da kommt ein Anruf. So. Der Geschäftsführer. Ein schwerer Weg. In diesem Gefängnis befindet sich ein Häftling, der eines Doppelmordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt wurde. Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben den Auftrag erhalten, eine Hinrichtungskammer zu bauen, die rechtzeitig für den großen Tag dieses Kerls fertig werden muss. Und den großen Tag, genau. Hier soll die neue Anlage gebaut werden, okay? Wie bei jedem Projekt müssen wir zuerst das Gebäude bauen mit ausreichend Platz für einen Hinrichtungsraum und einen Verwahrungszeller, okay? Legen wir los. Bauen Sie ein neues Gebäude. Wir brauchen auch einen Eingang für die neue Hinrichtungsanlage. Bauen Sie eine große Gefängnistür in die Südwand ein, okay? Okay. Fundament. So, wie gesagt, ich habe es noch nie Gebäude gemauert oder Beton. Naja. So. Genau. Und Objekte haben wir hier die große Tür. Die ist schon mal drin. So, Leute, ich bin noch gar nicht fertig. Ihre Arbeiter sind für den Bau von Gebäuden zuständig. Ja, das macht Sinn. Sie holen Stahlbeton aus diesem Lager und bringen ihn zur Baustelle. Sehr gut. Mit diesen Rohmaterialien bauen Sie das Fundament und das Rahmenwerk Ihres neuen Gebäudes. Sehr schön. Dieser Bauabschnitt dauert am längsten, deshalb sollten Sie beim Bau von neuen Anlagen vorausplanen. Sehen Sie sich einmal um. Während wir warten mit WASD oder den Pfeiltasten, können Sie sich herumbewegen und den Mausrad heranzoomen. Okay. So, jetzt haben wir hier. Und Zellen. Hier haben wir Zellen. Hier sind Duschkabinen. Das sehen wir schon. Strom. Ich habe mich da nicht umgeguckt. In Ihrem Gebäude brauche ich eine Zelle und einen Hinrichtungsraum. Okay. Teilen Sie den verfügbaren Platz auf, indem Sie Ziegelwände bauen. Dann bauen wir die mal, ne? Zack, zack, zack und zack. Jetzt ruft er bestimmt gleich wieder an. Doch, steht schon da. Okay. Ja, die müssen ja gleich kommen. Da kommen sie schon. Der Arbeiter. Ja, Küche haben wir hier auch. Aber irgendwie. Ah, hier ist die Kantine. Da gehen die ja dann alle essen, ne? Mit einem sind da die Uhr, finde ich ganz stylisch. Bauen sie Innenwände, okay. Ja, ich hätte die Musik etwas leiser gedreht, wenn es zu leise ist. Ich kann es mal ein bisschen lauter machen. Optionen, Audio. Ist ja jetzt nichts. Weltbewegen ist hier.
keine richtig laute Musik. Du, 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 du. Hier ist auch nochmal Zellen. Hier ist Verwaltung. Der Vorarbeiter, Sicherheitschef, der Direktor. Sind fertig, glaube ich, ne? Jetzt setzen sie die große Gefängnistür in die Trennwand ein. Okay. Sie können ein Objekt drehen, bevor sie es platzieren, indem sie entweder mittlere Maustaste oder R drücken. Okay. Objekte. Hammer. Hier ist drin. Also hier geht es ja weniger um die Grafik, hier geht es wirklich mehr um, ja, habe ich an alles gedacht, dass keiner ausbricht. Ja, man hat ja hier so eine erste Zone, zweite Zone, das sind Lampen. Hier draußen ist der Müllraum, das ist die Sachen, die angeliefert werden. Müssen wir vorhandenen Platzraum zuweisen, okay. Okay, jetzt habe ich hier Zelle. Was ist das? Und dann habe ich hier einen Hinrichtungsraum. Entschuldigung. Erfüllt werden, bevor sie in Betrieb genommen werden können. Okay. Braucht ein Bett und eine Toilette. Der Hinrichtungsraum braucht einen elektronischen Stuhl, ja, zum Hochfahren. So, das heißt, wir brauchen hier elektrischen Stuhl. Dann machen wir das am schnellsten. Wir brauchen ein Bett. Und eine Toilette. Okay. Wir wetten, der braucht jetzt noch Wasser und Strom. So. Eine Toilette, ein elektrisches Stuhl. Ja. Das haben wir. Hier ist ganz schön was los in der Kantine. Es gibt gerade Essen, glaube ich. Ah, Essen, hier steht es ja auch. Genau, ein bisschen vorspulen. Ach, da kommen sie. Ah, das ist der Hof, okay. So, auch. Der Hof wieder an. So, das Nötigste haben wir erledigt, aber sie können noch ein paar Verbesserungen vornehmen. Das bleibt allerdings Ihnen überlassen. Sie werden nicht zwingend benötigt. Alles hängt davon ab, wie sehr Ihnen Ihre Häftlinge und deren Umgebung am Herzen liegen. Okay, dann bauen wir noch ein paar Blumensträuße rein. Die Zelle können wir ein Außenfenster und ein kleines Bücherregal. Okay, das würde ich sagen. Was machen wir hier rein? Außerdem würde die Anlage mit einem hochwertigen Bodenbelag schöner aussehen. Ja, das ist mit Parkett oder Mosaikfliesen. Parkett, das ist doch was. Pflasterten Weg bauen, ja. Er kommt jetzt. Edward Ramsey, ehemaliger Lehrer, kaum zu glauben. Es liegt nicht an uns, zu entscheiden, ob er diese Strafe tatsächlich verdient hat. Das Gesetz hat diese Entscheidung gefällt. Unsere Aufgabe ist einzig und allein, unsere Arbeit zu erledigen. Jawohl. Wenn Sie zufrieden sind, ist die Anlage einsatzbereit und Sie können den Häftling in seine neue Zelle überführen. Okay. Klicken Sie einfach ein Porträt in seiner Zelle an. Führung zu Beginn. Okay. Das machen wir noch nicht. Ich würde sagen, wir machen noch mal hier ein bisschen was. Material, das haben wir hier, Gehwegplatten. Achso, nicht. Man kommt ja nicht rüber, okay, scheinbar. Ja, ist so. Dann haben wir noch, was haben wir gesagt? Wir können Fenster noch einmal. Eine Lampe. Okay, also Strom scheinbar liegt hier schon. Bleiben haben wir schon. Okay. Dann würde ich sagen,
wenn das alles hier drin ist. Und Bücherregal wollten wir noch. Fenster, Lampe, Mülleimer, Stuhl, Raum, Objekte, Straßentor, Road Barriere, Sprinkler, Fernseher, irgendwo mal Bücherregal. Zumindest hat es gerade gesagt, ich könnte es bauen. Einzelhafttür, okay. Ich sage, wir lassen es mal eingehen. Anruf, es geht los. So. Warum sieht diesem Kerl keine Tränen nach? Er ist ein eiskalter Mörder und voll schuldfähig. Das weißt du doch gar nicht, Sicherheitschef. Er hat sogar gestanden. Möchten Sie eine Version vom Tathergang hören? Nein. Ziemlich heftiges Zeug. Es war etwa 23 Uhr, die Straßenlaternen waren schon an. Ich wusste, dass sie zu Hause war. Jetzt, pst. Der Tatort ist ein Dreck dagegen. Ein FPS. Überspringen wir mal. Das Video scheint nicht so wirklich zu funktionieren. So. Gute Arbeit bis jetzt. Es gibt allerdings ein Problem. Der Hinrichtungsraum funktioniert noch nicht richtig, weil er keinen Stromanschluss hat. Wir müssen eine Stromversorgung anschließen. Okay. Das macht Sinn. Auch die Toilette wahrscheinlich noch nicht. Die Versorgung an sich geöffnet, die gesamte Verkabelung angezeigt bekommen. Jedes Gefängnisgebäude ist über diese dicken unterirdische Stromkabel als Stromnetz angeschlossen, okay? Okay. Sind aus, okay. So, wir müssen jetzt erst die Versorgung los wechseln. Und die Lampen keinen Strom bekommen, okay. Die nächste Stromkabel sind zu weit entfernt. In diesem Bereich nicht verkabelt, okay. Bauen Sie Stromkabel in der Nähe, um das Gefängnistrakt anzuschließen. So. So, Versorgung ist hier. Stromkabel. Und eigentlich nur nach hier, ne? So. So. Gucken, ob er braucht schon nur. So. Gehen wir schön an der Wand entlang, ne? Ist am schönsten. So. Wasser haben wir bestimmt auch. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch hier vorne Kondensatoren hinsetzen, ne? Ich glaube, es gehen nur drei, ja. Okay. Okay, das haben wir. Jetzt mal schauen. Alles kein Strom. Das läuft. Okay, ich habe Geld bekommen. Es gibt hier auch noch so eine Art Exportbereich, den man setzen kann. Mit Material. Wo war das, glaube ich? Planen. Was hier? Eine Runde Notdienst. Personal. Irgendwo hier war das. Rezeption. Schlafsaal. Okay, er baut hier.
Ruht sich aus, aha, müde. Ah, die gucken gerade alle aus der Küche oder aus der Kantine. Okay. Polaroid gefunden. Sagt der Jens, ist wichtig. Polaroids finden. Ah, ist fertig. Sehr gut. Es leuchtet. Da kann er wieder anrufen, der Junge. Nicht nur die Lampen brauchen Strom, ihr neuer elektrischer Stuhl auch. Okay, hab ich doch mal. Hab ich doch schon mal nicht. Warte, ich hab mich nicht. Okay, das habe ich so vermutet. Ist aber auch schon fertig. Sie sind fast fertig, glaube ich. Wir sollten nun den Hinrichtungsraum aber zumindest einmal testen, bevor wir Betrieb nehmen, okay? Ich werde jetzt Strom für ein paar Sekunden einschalten, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Hm, das hat nicht geklappt. Wir haben zu viel Strom gezogen und uns eine Sicherung im Elektrizitätswerk rausgeflogen. Die ganze Gefängnis liegt im Dunkeln. Nein, nicht wirklich. Wir brauchen mehr Saft, um die Spannungsspitze regulieren zu können. Das Stuhlerzeug, okay. Ja, habe ich doch schon längst eingebaut. Dazu müssen wir jetzt erst den Strom wieder einschalten. Ah, okay. Schalten Sie den Elektrizitätswerk wieder ein. Sie anklicken und angezeigt Menü einschalten klicken. Bauen Sie dann drei zusätzliche Kondensatoren, damit wir das neue Leistung zur Verfügung haben, um den elektrischen Stuhl betrieben zu können. Ja, habe ich doch schon. Danach testen wir den elektrischen Stuhl noch einmal, indem Sie Menü anklicken und einschalten auswählen. Okay. Oh, aber. So, da bin ich wieder. Ja, die Videosequenzen funktionieren nicht so wirklich. Jetzt klappt so einigermaßen, es ist mehr oder weniger sowieso Standbild. Wir sehen jetzt, für was das gebaut haben, den Hinrichtungsraum. Und ja, ich soll auch mal drücken. Stimme dran, auch wenn dir diese Welt nicht vergeben will. Bald wirst du bei Gott sein und er wird das letzte Urteil über dich sprechen. Sehr gut. Ja, es geht los. Ich verabschiede mich schon mal von euch und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend.
lasst es euch nicht so sehr aufs Herz gehen. Er wird das Tier leider verdient haben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Steffen. Tschüss.